So, da sind wir wieder. Machen wir mal weiter. Das ist ganz schön verwinkelt hier. Muss ich echt aufpassen. Ist hier hinten noch irgendwas? Der schläft jetzt. Hier ist so eine kleine Kammer. Mit schicken Nudeln. Da kriege ich glatt Hunger. So, links oder rechts? Rechts sind Gegner. Und das hier ist irgendwie so eine Vorratskammer. Was steht denn da? Cream Dream. Cool. Die Chicken Noodle Chili. Also die haben sich hier ganz schön eingebunkert. Ich mochte diesen Markus eh noch nie. Kleiner Klugscheißer. Ich guck mir lieber mal diese Kammern hier alle an. Nicht, dass einer von der Ecke kommt. Ja, alles. Mexikaner, Hippies und so ein Typ, keine Ahnung, was das für einer war. Dann kam Tony und auf da einmal redet war mit alles jemanden. Anders. Oh, hey, da liegt eine schöne Hoffe. Mexikaner, das war ein Kopf. Oh Mama, hier gibt's viel zu viele Bullen in letzter Zeit. Oh, wow. Naja, ist kein Kopf mehr. Tony sagt, er ist vor ein paar Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und wer bezahlt das Kopfgeld für den Bullen? Tony weiß es nicht. Die Nummer war auf dem Handy von dem ATF. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Eine Viertelmillion für einen Mexikaner? Scheiße, Mann, die sind aber teuer geworden. Jemand muss sich da ist halt noch einer. Kümmern. Mal sehen, ob die Durst haben. Wenn ja, bekommen sie erst recht nichts. Gut, dass ich nochmal hinten rumgegangen bin, sonst wäre der jetzt mir wahrscheinlich im Rücken reingefallen. Was machen die? Na gut. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Es sind auf jeden Fall 4 Stück. Mit Gewalt, oder? Ich glaube nicht, dass wir die alle jetzt dazu zwingen können, Hände hochzumachen und die warten dann still. Ich kann es ja mal probieren. Wo fange ich denn an? Ich würde mal sagen... Hier. Na dann, hat der gut geklappt. Kommen noch mehr, oder? Das Ding nervt eh nur. Gut. Okay, den Geschmack muss ich nicht teilen, oder? Mit der Maske, oder? Sexy Maskengirl. Oh, da kommen welche. Kannst ruhig herkommen. Ich sehe dich eh. Ach, das ist Boma. Hey, der Idioten hatte Mann, meinen Scanner. Mann. Hey, da ist eine Leiter. Da können wir raus. Ja. Ich dachte gerade, das ist ein Gegner, okay. Ey. Wegen der Markierung. Vor allen Dingen, er hilft mir nicht. Ich muss immer alles alleine machen. Gut, hier gibt's nichts weiter. Gehen wir mal hoch. Raus aus diesem scheiß Silo. Ich würde voll die Platzangst kriegen hier drin, ne? Oh
Und jetzt sind wir draußen. Freiheit. Okay. Wir müssen und viele Gegner. Was? Bist du krank? Lass uns verschwinden. Hey, wenn Stoddard sie findet, sind Kai und Tyson geliefert. Okay, das ist zu riskant. Shit. Okay, wie soll das gehen, Mann? Da wimmelt's vor Elperts Leuten. Ja. Auf der linken Seite müssten wir reinklettern können. Okay, Moment. Oder wir könnten da rechts unter dem Zaun durch. Tja, oder wir greifen frontal an. Wenn's okay für dich ist. Du gehst vor. Ich bleib hinter dir. Dachte ich's mir doch. Und gib's mir keine Rückendeckung. Los jetzt. Ja, ja. Komm. Du bringst mich echt noch um, Mann. Ihr mich auch. Geh zu dem Trainer. Also er wollte eigentlich hier nach links. Dann gehen wir mal nach links. Das ist natürlich nicht unbewacht. Ein Funkgerät. Ich versuche, du zu erreichen. Scheiße, ja. Hast du keine anderen Freunde? Mach mal. Nicht hier. Ja, stimmt, hier kann man rüberklettern. Ist aber auch nicht gerade sicher. Hey, Mandy sagte, du hast wo sollen wir denn jetzt unsere Sachen suchen? Das musst du dir vorstellen. Mein Schwager, der arbeitet als Gepäckträger am Flughafen in Denver. Letzte Woche wow. 20 russische Spitznaz-Leute gelandet. Das ist nicht so einfach jetzt. Und angeblich sogar auf Einladung des Präsidenten. Ich werde immer so schnell entdeckt. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen hier außen rum. Der kommt zurück. Schnell verstecken. Jetzt müssen wir da nach vorne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich frag mich, wie wir da hinkommen sollen. Shit. Ich kann nur mit Gewalt rein. Wenn ich jetzt schieße, dann hören sie mich. Ich habe leider keinen Elektroschocker mit und keinen Schalldämpfer. Aber wir können hier durch. Aber es ist schwierig. Die können uns nämlich sehen. Oh, Scheiße. Was ist das? Was jetzt? Gar nichts. Ihr habt mich nicht gesehen. Aber ich war jetzt umsonst jemand. Ist unter mir, wa? Oh nein. Scheiße. Nichts. Man verpisst euch einfach. Was ist denn das hier? Was zum Teufel war das? Nichts. Was kann ich damit machen? Kann ich damit irgendwas machen? Die Verbindung zu Boomer. Verhörraum. Meine Fresse, die sind krank. Nick, wir müssen hier raus. Ja. Oh, die haben hier welche gefoltert. Kranken Schweine, da auch das ganze Blut. Auweia. Ja, ich muss aber irgendwie an meine Sachen kommen. Hier liegt noch was. Oh ja, sehr schön. Eine neue Waffe freigeschaltet. Also wenn ich jetzt hier runtergehe, wer wird mich erwischen? Ich möchte das nicht so gern riskieren. Weil das sehr schnell schief geht.
au, au, au. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja. So echt am Arsch. Ich wollte es riskieren. Jetzt mache ich es auch. Er ist hier, Lärm. Sind alle hier hinten, oder? Komm mal her. Hier muss er sein. Da lang. Der Spinner. Zeig dich doch mal. Ich möchte einen nach den anderen hier loswerden. So, also noch drei. Außer es kommen jetzt noch mal. Da wechseln wir mal die Waffe. Ich seh dich, brauchst du nicht verstecken. Ha! Ich hab's geschafft. Beziehungsweise wir haben es geschafft. Sehr gut. Hätte ja nur schief gehen können, aber... Vielleicht wechseln wir mal die Waffe. Wir brauchen unsere Sachen. Ja, ja, ich brauche auch Munition. Ich sammle einfach irgendwas. Die hat ein bisschen mehr. So. Ich möchte auch gerne Granaten werfen. Geht das nicht? Unsere Sachen... Ausrüstung. Hab ich die jetzt? Okay. Okay. Nichts wie weg hier. Scheiße. Oh mein Gott, ey. Was war das? Hinter mir, vor mir, rechts, links. Ach du Scheiße. Schnell raus hier. Es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen zur Straße. Ja. Sagt sich so einfach. Wie komme ich da hin? Ach da. Sehr gut. Schnell weg hier. Da bist du ja, Boomer. Können wir weg? Jungs, hier rüber, los. Ah, die soll ich trauen, ja? Schnell, einsteigen! Und ich muss wieder Auto fahren. Nein! Fuck! Kommen doch bestimmt wieder irgendwelche, die mich irgendwie... Ja, von der Straße wegdrängen. Was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist... durchgeknallt. Mhm. Ach, was? Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Na, immerhin dient es einem wohltätigen Zweck. Rüber zum Flugplatz, da ist der Brecher. Okay, bist du sicher, dass er da ist? Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. Aber wird er bestimmt bewacht sein. Ich glaube nicht, dass wir da einfach reingehen können und den Brenner mitnehmen können. Es gibt so einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Tony, warum hast du deinem Dad das erlaubt? Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Kopf, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja, ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Oh, Scheiße. Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das? Oh, verpiss dich, Bitch. Mann, ich verarsche euch doch nur, Jungs. Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mehr gelassen. Haha. Haha. Sehr witzig. Oh, fuck! Fuck!
Ihr seid doch krank. Aber wir leben noch. Sind alle okay? Dun ist verletzt. Mich hat's am Arm erwischt. Ach, heul jetzt nicht. Ja, mein Bein ist am Arsch. Mann, wir müssen Hilfe holen. Markus, die Typen aus dem Hinterhalt, sie kommen. Du weißt ja noch, warum? Stimmt. Nick, halt sie auf. Ich überleg mir was. Im Kofferraum sind Waffen. Okay. Fürs Protokoll. Hier hat sich einiges geändert. Einiges. Ja. Ihr seid doch bescheuert, Mann. Das ist unser Plan B. Oh, was? Von wo? Ganz ruhig. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen klarkommen. Ah, ich wollte gerade in das... Nein, ich wollte in die Tür reinrennen. Schön. Ich erwische dich auch gleich, du Bastard. Oh, wie die es übertreiben, ohne Witz. So, jetzt geh ich hier rein. Nein! Losfahren! Da ist er! Ich seh die nicht mal. Vor allen Dingen, die schießen hier durch, ey. Das ist doch scheiße. Hallo? Ich will hier raus. Au, 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 ich klemm fest. Ich klemme mich mal fest. Ich gehe mal lieber nicht mehr dahin. Schnauze. Boah, was denn? Verpiss dich. Ist klar, Leute, ist klar. Jetzt habe ich hier schon drei Wagen. Fuck. Ich bin sowas von einem Arsch. Na du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh nix. Nein, ich will nicht sterben. Ich sehe gerade gar nichts. Scheiß Arschloch, verpiss dich. Oh Mann. Das ist nicht normal. Bitte, es reicht. Gott, überleben, ja, das war ja okay, ganz schön haarscharf. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nüsse. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang. Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Hoffentlich nicht. Du bist mir sehr unsympathisch. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist.
Oh, das sage ich sehr gerne. Richten wir ihm aus. Und wir machen uns jetzt auch mal vom Acker. Sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Warte mal. Ganz kurz nochmal. Bevor ich es vergesse. Vorhin war die ganze Zeit hier was mit Scanner. Ich würde gerne nochmal gucken. Wenn man schon dabei ist. Die haben ihn wohl beim Tanken geschnappt. Ach, scheiße, Mann. Ob hier noch irgendwas ist? Ich denke nicht. Na gut. Aber wenigstens ein Beweismaterial haben wir gefunden. Was ist jetzt schon wieder? Kann ich hier irgendwas scannen? Nee, anscheinend nicht. So, bloß weg hier. Sein. Nicht, wenn wir vorher abhauen. Es ist noch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Dunn denn gemeint, als sie sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Na, ganz toll. Wenn er Panzer hat. Der alte Flughafen. Warte mal. Der Flughafen ist da vorne. Ja, ja, ich wollte auch nochmal gucken. Bevor ich irgendwo gegenfahre. Tja, und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Cop. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Cop. Sagt dir die SDI was? Kubanische Geheimpolizei? Okay, okay, also, bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nimmt. Sein Job war es, Häftlinge zu grillen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Häftlinge zu grillen, oder? Sorry, dass nichts draus wurde. Ja, man muss offenbar kein Cop sein, um Typen wie ihn aufzuhalten. Da sind wir. Wir laufen. Perfekt. Los. Was? Wir laufen? Also bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich jetzt wieder einen kleinen Cut. Und bis zum nächsten Part. Nee, tschüss. Hier lang.